Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und mein Handy spinnt, so jetzt ist besser. Ja, Entschuldigung, ich komme von der Arbeit. Also, so, Wanderpaket. Die liebe Nadine von Kanal Nadels bunte Welt hat ein Wanderpaket gestartet und alle Mädels sind unten verlinkt. Und ich dürfte dabei sein, habe mich sehr gefreut und ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht. Ja, wie immer. Wie schaffe ich das denn? Die anderen Mädels haben sich nur ein paar Sachen rausgeholt. Ich habe mir 1000 Sachen rausgeholt. Naja, aber erstmal vielen, vielen Dank Nadine und vielen, vielen Dank an alle Mädels, die mitgemacht haben. Ja. Zuerst zeige ich euch, was die liebe Sandra von Kanal Foxy Fox mir geschickt hat. Die Sachen sind nur für mich. Nur für mich alleine. Ja, ich packe alles in eine Tüte rein, weil sonst herrscht Chaos hier. Sowieso. Also von der liebe Sandra habe ich das hier bekommen. Von Cien Creme Dusche Goldener Oktober für normale Haut. Ist es noch geklebt? Ich lasse es so. Ich freue mich, weil von Cien habe ich seit 5 Jahren nichts mehr gehabt. Also Duschgel. Und ich habe die in Rumänien gehabt und die waren super. Also danke. Dann eine Handcreme, das geht immer bei mir. Florena stärkende Pflege Handcreme, Traubenkernöl und Sojaöl. 100 Milliliter, ich habe die noch nie gehabt und die Florena Handcremes sind sowieso super, deswegen danke. Dann von Dresdner Essenz, Pflegebad, Vanille und Sandelholz. Das geht auch immer, ich liebe solche Düfte im Winter und ja, ich gehe gleich baden. Deswegen, super, danke schön. Von Essence, von dieser Rockout LE, ein Nagellack, Best Rock Long Lasting Nail Polish. Es ist dieser mit Glitzer. Ja, das geht immer, ne? Also, Glitzer. Ja, momentan habe ich keinen Nagellack, weil dieser Nagel ist kaputt. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ist das denn? Indigo Lip Shine. Die Marke Wildcat BW, also von Niederlanden. Es ist ein Lip Shine. Wahrscheinlich ein Lipgloss. Mit Lipgloss muss ich sagen, also ich werde ihn swatchen, aber ich glaube es... Das machen wir zusammen. Ja, es ist ein Lipgloss. Ich benutze leider keine Lipglosse. Hier hast du meinen Geschmack nicht so getroffen. Aber das ist auch kein Problem, weil... den werde ich weitergeben und ja, den lasse ich also zu, nur geswatcht. Mal schauen, vielleicht benutze ich ihn auch. Keine Ahnung, aber kein Stress, ne? Mach dir keine Sorge, es kommt zum guten Einsatz. So, von Cleopatra, von Shavens, die Cleopatra Maske. Kommt in meine Sammlung. Ich liebe diese Maske. Dann von Essence Come to Town Cream Blush. Und Überraschung. Ich habe ihn auch. Ich habe die beide. Aber es ist auch nicht schlimm, weil ich möchte die jetzt, also jetzt, wenn ich mein Project 10 Pan Challenge zum Ende gebracht habe, also irgendwann im Januar, möchte ich solche Sachen benutzen. Also alles, was ich Creme habe, Bronzer oder Konturstick oder sowas, Blushes und Highlighter, nur Creme-Produkte benutzen. Dankeschön. Mach nichts, wenn ich den doppelt habe. Kein Problem. Dann von Labello den innovative Pflege Kern Beauty, ne, Repair Beauty, ein Lippenpflegestift. Geht auch immer und ja. Und das habe ich auch nicht. Also, das kenne ich nicht. Deswegen, vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Kanal Foxy Fox verlinkt.
Und jetzt fangen wir an mit den Sachen, die ich mir rausgesucht habe. Und das sind nicht so wenige Sachen, aber naja. Erstmal ein Nagellack von Essie. Over the knee, over the knee, over the knee, over the knee, over the knee. Es ist ein Braun und ich fand es schön. Enthält ein bisschen so Schimmer. Und ja, für diese Jahreszeit passt perfekt. Also ein nudiger Braun geht immer. Ich und Essie. Wie gesagt, manchmal passt, manchmal nicht. Ich hoffe, diesmal passt. Von H&M ein Nail Polish, also Nagellack. Es ist so ein Babyblau für Sommer. Und warum ich den rausgeholt habe, ist, weil ich habe einen von Essence, der nicht so viel drinnen ist. Ich glaube, es ist genau die Farbe. Und der ist super. Und hier sind, wie viele Milliliter? Wie viele Milliliter sind hier? 5 Milliliter, also. Der wird auch nicht viel überleben. Deswegen passt. Mein Hand juckt, deswegen, das bedeutet, ich gebe Geld aus, ne? Hoffentlich nicht. Von Soap and Glory Hydrating Hand Cream, 50 Milliliter, eine Handcreme. Ja, ich bin verrückt. Also ich brauche Handcremes. Ich arbeite mit Desinfektionsmitteln, deswegen Handcreme muss immer sein. Und ja, Handcreme gesehen, geschnappt. Gut. Dann von Fa Magic Oil Pinker Jasmin mit Mikroölen, pflegend und erfrischend Duschgel. So eine Mini. Geht immer. Tiroler Nussöl mit 25 Lippenschutz. Das werde ich im Sommer benutzen. Ich weiß, es war überall in alle Boxen, aber ich habe keine Box. Also ich mache nur beim DM-Box. Die gibt es leider nicht mehr und Rossmann Box und ich habe die nicht und ich weiß, es war in alle Boxen und mir ist egal, jetzt habe ich ihn auch. So, dann L'Oreal Hair Expertise imposante Kräftigung Maske, die gewächtes Haar Maske, ja, also Kräftigung braucht man schon. Von Yves Rocher Cure Solutions Anti-Aggression Mask Flash Disasphyxiant. Also, wenn mein Tarn nicht mehr, mein Gesicht nicht mehr atmen kann, dann tu mal diese Maske drauf. Mit sichtbare Ergebnisse. Keine Ahnung. Wir probieren, mal schauen. Dann von L'Oreal Elvita ein Anti-Haarbruch-Wunde-Aufbaukur zum Ausspülen ohne Einwirkzeit. Blablabla. Wir testen. Und die ist auch so gelblich. Ja, schöne Haarfarbe. Gut, also ja. Trockenes, strapaziertes oder brüchiges Haar. Probieren wir. Gut. Von Balea den Lockenspülung. Ja, irgendwie habe ich den verpasst. Deswegen, ja, mein Haar ist ein bisschen lockig. Man erkennt schon, ne? Das könnte ein Halloween-Look sein. Oder gewesen sein. Und ja, den möchte ich gerne testen. Dann ein Nagellackentferner von The Garden of Color. Melon Orange. Na, Producer Silcare. Keine Ahnung. Ja, meine ist angebrochen, also ist bis hier. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Teste mal auch was anderes. Ich habe sowieso von dieser Marke nicht gehört. Und ja, 150 Milliliter. Dann von Fräulein Wunder in Lemongrass Fresh Fruity Shower Cream. Ja, so eine Mini-Größe, 100 Milliliter. Auch von dieser Marke habe ich noch nie gehabt, nicht probiert. Und ja, in Lemongrass. Fräulein, hast du das reingetan? Sag alles. Spit it out. So, was gibt es noch Gutes? Von S. Oliver den Prime League PL Woman Eau de Toilette 50 Milliliter. Ja, ich habe ihn probiert, riecht gut. Und dann habe ich den rausgeholt. Und ich bin gespannt, weil ja, ich und Düfte. Ja. Muss ich noch etwas sagen? Ich habe auch so ein Tick, 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 ein Vogel. Aber ich habe mehrere deswegen.
von Massimo, Typ Trinkschokolade, Drink Chocolate. Ich trinke gerne solche Sachen, deswegen, ich habe das noch nie gehabt, ich weiß nicht, wo das gibt. Und dann habe ich mir das rausgeholt. Und ich habe diese Sticker gesehen mit Babau, mit Kutzi, wie der Kleine sagt. Und dann müsste ich die haben. Und ja. Schaut mal, sind die nicht süß? Oh mein Gott. Ja, und ich habe mir, also ich muss ehrlich sagen, ich habe die für den Kleinen rausgeholt, weil er liebt Autos und Hunde. Hunde. Und Donald Duck. Aber das lassen wir hier. So, und dann viele Proben. Nee, ein Lidschatten von Essence Wild One Sparkling Effect 28. Der ist kaputt, aber das macht mir nichts, weil ich werde ihn wieder pressen. Ich habe euch ein Video mit dem Lidschattenpressen gezeigt. Und die Farbe fand ich sehr schön. Soll ich denn auch? Ich habe ihn nicht einmal aufgemacht. Ja. Es erinnert mich an der Peach Smoothie von Make-up Geek. Deswegen, damit muss ich noch spielen. Macht nichts, dass es kaputt ist. Von, oh, jetzt proben, ne? Von Job Eau de Toilette 1,2 ml, den Job Go. Da drinnen. Hab's nicht dran gerochen. Also, ja. Zwei Proben von Nivea. Ja, ich mag Nivea Creme Dusche. Also, ja. Das kann ich sagen. Fenial. Ich habe auch ein paar Duschgels. Duschgels, ja, von Fenial. Aber diese Creme Lotion Water Orchid. Mit Orchidee, Wasserorchidee. Sounds good, baby. Also, müsst ihr mit. So, die Hälfte von einer Maske von Merz Spezial. Das ist die Merz Spezial Feuchtigkeitsmaske. Müsst ihr auch mit. Also mit bei mir einziehen. Den Passion Peel Off Maske. Das ist so die Hälfte. Und Pomegranate und Passion Flower von Montagne Jeunesse. Ich glaube, ich habe die gehabt, aber in klein. Also es war nur ein Sachet. Also hier waren bestimmt zwei und eine ist aufgebraucht und eine ist reingepackt geworden und ja, ich liebe die Montagne Jeunesse Masken. Die Erdbeer-Joghurt-Maske, auch so die Hälfte von Balea, die habe ich noch nie probiert und bin gespannt. Dresdner Essence Sensitive Körpercreme Pfingstrose mit hautstärkenden Phytosterolen. Für zwei Anwendungen, naja, 8 ml für eine Anwendung, komm schon. Nur für die Beine oder wie? Also das wird alles auf einmal aufgebraucht, aber was ist das Phytosterolen? Okay. Dann Nivea Q10, dann L'Oreal Revitalift, dann ich habe mir die alle rausgeholt, ja, von Today Tagescreme, weil ja, ich fand es okay, wenn ich ein Sachet nur probiere, dann habe ich sowieso nichts davon, deswegen ich nehme die alle. Lucky me! Dann, ich fand diese Ohrringe so süß, ne? Diese Marine Look, also so mit Streifen, oh, ich fand die so süß, ich musste die haben. Süß, einfach nur süß. Und diese Sache habe ich eigentlich, wollte ich nicht rausholen, ne? Aber ich habe die auf dem Ding da, ich habe die doch vergessen die reinzupacken und ich habe ein ganzes Paket eingewickelt mit Klebeband, also ich braucht euch nicht wundern, fast eine Rolle Klebeband habe ich überall, ne? Weil ich habe ja viele Sachen rausgeholt und aber auch viele reingetan und könnte den Paket nicht mehr schließen. Deswegen musste ich da arbeiten. Und ja, das sind schnelle und natürliche Befeuchtung. Wie Trainerersatzmittel. Na? Und ich habe mir gedacht, ihr wisst, es gibt so einen Trick. Die kann man ein bisschen... nee, von Anfang. Es gibt einen Trick. Pinsel mit sowas anfeuchten oder mit Visin oder was weiß ich, was für Augentröpfen.
Und damit in Lidschatten und dann, also die schimmernde Lidschatten sind wow. Und also das ist so ein Bam-Effekt. Deswegen habe ich mir gedacht, na, du hast die vergessen, raus, hast alles reingepackt. Aber das kannst du sowieso benutzen, weil so als ja, Tränenersatzmittel kann ich die nicht gebrauchen. Aber ich werde die mit Lidschatten testen. Wir kommen wieder zum Lidschatten. Gut, ja. Das war's. Ich bedanke mich nochmal. Und ja, viele schöne Grüße an alle Mädels. Nadine, schöne Grüße an dich. Wir denken an dich. Also kein Stress, mach dir keinen Stress über nichts, über alles und über nichts. Du brauchst dir keinen Stress machen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, also so zu sehen, was ich rausgeholt habe, und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi!